Und hallöchen und herzlich willkommen zurück, da sind wir wieder. Ja, unser Mutantenfreund ist noch da. Ich kann natürlich auch noch nicht unterbrechen jetzt, weil ich muss ja weitermachen. Wir können den nicht besiegen. Ich habe nichts gefunden dazu. Ich habe gefunden, es gibt wahrscheinlich neue Dinge. Man kann jetzt... Brennt der? Er brennt. Und er hat uns gesehen. What the fuck? Ja. Da sag ich. Ich habe gesehen, gelesen, dass jetzt viele neue Dinge erfunden worden sind. Ach, komm nicht zurück, bitte. Gespeichert? Achso. Ich weiß nicht genau, was wir machen sollen, ehrlich gesagt. Ich bin ja ein bisschen überfordert, was wir gerade tun sollen. Ich lege mir mal kurz einen Hasen aufs Feuer. Ich bin mir... Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt einfach gleich. Ich probiere das jetzt einfach aus. Ist mir egal. Ich probiere das jetzt einfach aus. Die kann man, glaube ich, nur mit Bomben zerstören. Wo soll man denn die ganzen Bomben herkriegen? Ihr habt ja gesehen, der hat mega viele Bomben eingesteckt. Ich werde es jetzt ausprobieren, mich mit dem zu kloppen. Ich hoffe, es, ja. Okay. Wir können aber noch wegräumen. Na Junge. Wow, das ist schnell. Okay. Ich weiß nicht, wie viel er aushält. Wahrscheinlich mehr als wir. Ulalalala. Das ist irgendwie eklig, das Vieh. Ich weiß auch nicht warum. Nee, ich weiß schon warum, aber es ist eklig. Alter, stirb. Dann komm halt mit hier durchs Feuer, komm. Komm her. Hab ich was im Inventar? Ich könnte mit dem Bogen auf ihn schießen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Treffen tue ich ihn definitiv, aber... Ich bin nicht sicher, ob das irgendwas bringt gegen den. LOL! die sollen ja jetzt auch was fallen lassen. Die sollen ja jetzt was droppen, die Gegner. Wir haben ihn gekillt. Wie geil. Alter, das ist viel eklig. Boah, ist das viel eklig, Alter. Geh kaputt. Geht der kaputt? Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nie mit so einem Vieh angelegt. Alter, wir haben ihn getötet. Ich glaube, der geht nicht kaputt. Fallen gelassen hat er auch nichts. Okay, wir haben ihn tot gemacht. Naja. Der King, wir können alles. Okay, gut. Wir wissen also jetzt, wir können gegen die kämpfen. Wir haben den jetzt tot gemacht. Das ist ganz cool. Merken uns das fürs nächste Mal.
Und es geht anscheinend auch ohne Bomben. Das ist sehr schön. Mit Bomben geht es anscheinend nur schneller. Es geht, oder es sind die anderen gemeint, die Spinnenviecher. Die hier gehen anscheinend auch ohne Bomben. Das finde ich sehr gut vom Spielemacher gemacht. Also da brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen, glaube ich. Also Sorgen schon, wir müssen schon aufpassen. Ich glaube, das Feuer hat ihm vor allen Dingen einen Großteil abgezogen. Was zur Hölle war das denn jetzt gerade? Gerade das Feuer hat ihm wahrscheinlich einen Großteil abgezogen gerade. Ich habe auch gelesen, man kann sich jetzt Tauchermasken und so einen Spaß machen und... Nee, machen nicht. Tauchermasken kann man finden, man kann sich aber was anderes machen. Finde ich ganz lustig. Momentan ist das noch so ein... Du kannst es machen, musst es aber nicht. Weil es momentan noch nichts Witziges unter Wasser gibt. Wir haben hier eine Höhlenkarte gefunden, wir können die mal equippen, aber... Wir sehen halt nichts, gell? Der hat die. Aber wie macht er damit nichts? Ich weiß nicht warum. Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr im Inventar, super. Ja, ich weiß es nicht. Achso, mache ich mir jetzt ein Hochdach da, dass ich da auf jeden Fall... Da. Dass ich da auf jeden Fall da oben hinkomme und dann müssen wir uns zu einem anderen Baum einen Weg machen. Ist auf jeden Fall hier simpler als auf der in der anderen Gegend, das finde ich schon mal ganz gut. Hier sind nicht ganz so viele Feinde. Von daher finde ich das gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich würde mir zu dem Baum hier vielleicht was machen. Aber das ist auch der schon ziemlich weit weg, ne? Der ist auch schon ziemlich weit weg. Wir könnten den da nehmen. Oder nehmen wir den hier? Auch weit weg. Ich glaube, wir haben alle guten Bäume weggeholzt. Na gut. Holz ich mal weiter. Egal. Komm, haben wir halt die Bäume weggeholzt. Ist auch egal. Hauptsache, wir kommen da raus aus der Bude wieder. Das ist die Hauptsache. Mehr brauchen wir nicht müssen, machen, müssen, tun. Wir müssen sowieso gegen Jan kämpfen irgendwie. Von daher. Mal schauen. So. Dagegen gespringt, dass der in die Richtung fällt. Sehr schön. Bäm, gefangen. So, dann sollte man hier oben das Ding ja gleich fertig kriegen, gell? Genau, 12. Und dann nochmal hier. Und da war noch ein Stick, den nehme ich auch mit. Super. Gut, da haben wir das fertig. Das ist schon equipped hier, das Seil bei den Dingern. Das finde ich gut. Wir können mal speichern. Ich speichere aber einmal sehr gerne, ich weiß nicht warum. So, trinken brauchen wir momentan noch nicht. Das ist gut, dass sich das da schon mal angesammelt hat. Dann holen wir uns einmal den nächsten Bäume hier. So, hopp und drauf und immer weiter drauf. Und ja, was kann man noch, was habe ich noch gelesen? Durstsystem, Taucheranzug, siehst du? Stand da, Tierskin, Waterskin. Wir brauchen noch einen Tierskin, glaube ich. Genau, wir brauchen noch einen, geht das auch damit? Nee. Wir brauchen noch einen zweiten Tierskin. Können wir gucken, mal sehen, wenn wir es vielleicht gleich holen können. Wir haben sowieso kaum noch Tierfleisch, oder? Was war das? Ja, ein bisschen noch haben wir. Habe ich wieder das gedroppt? Der droppt jetzt gerne mal Sachen, habe ich so das Gefühl. Sehr schön. Alter. So. Und, fein, da haben wir uns in der letzten Folge erst mühsam ein Fort zusammengebaut und müssen jetzt wieder hier anfangen. Es ist traurig, aber leider ist es das Spiel. So. Wir müssen mal ganz kurz ein paar Energy-Riegel essen. Ich dachte gerade schon. Das Reh kann Dinge, die ich nicht können möchte. Okay. Wir hätten auch hier hinten bauen können, so richtig am Rande, aber... Ja, die Erfolgsmöglichkeiten wären gering gewesen, also die Möglichkeiten, dass wir da wegkommen. Deswegen ist es, glaube ich, doch keine so gute Idee. Und da oben sehe ich doch schon wieder so ein Ding. Sind hier aber auch Eingeborene überall? Ich dachte, die Gegend hier ist noch unerschlossen, deswegen dachte ich mir, hey, cool. Oh, Stock. Ey, cool, macht Sinn, hierher zu ziehen, aber anscheinend sind hier auch... Wit?
Ist das ein Seil? Das ist kein Seil. So. Hallo? Sehr schön, da haben wir ein paar Dinger wieder. Ich hätte aber gerne so einen Kochtopf, ne? Das ist auch wichtig. Dass wir so einen Kochtopf bekommen. Und da wir eh noch Stöcker brauchen, gehe ich nochmal hier runter. Und essen wäre auch nicht schlecht. Wir haben ja noch einen Beutel, da können wir mal die Bären einsammeln. Boah, was für ein gleißendes Licht, aber so Augen rausgebrannt, so. Wait. Sehr schön. Und da haben wir Bären, genau die will ich. So, da haben wir noch was. Sehr schön, sind auch blaue Bären. Ich glaube, das wird vielleicht auch mal eine Pflanze werden. Momentan aber nicht einsammelbar. Hier haben wir noch... Komm, auch mal einsammeln, warum nicht? Einsammeln schadet nicht. Die haben wir, glaube ich, abgeknurpst. Oder? Waren wir das? Okay, ich sag's mal so, ich hoffe, wir haben die abgeknurpst. Nein, falsch. Wird schon wieder Nacht? Ich hoffe nicht. Ich gehe da viel zu schnell. Ah, sehr schön. Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Hier können wir noch ein paar Stöcker mitnehmen. Na, Schlag. Hä? Also an manchen Stellen finde ich die Animation mittlerweile ziemlich seltsam. Die kann ich nicht mal mitnehmen. Dann kann man hier noch was mitnehmen. Die haben jetzt auch nichts reingetragen hier. So nach dem Motto, jetzt haben wir hier einen Kochtopf, oder? Ich glaube, das Dorf ist einfach zu klein für einen Kochtopf. Oder es ist wirklich... Ruhe! Oder es sind wirklich nur Campingplätze. Das kann auch sein. Das war das nur. Aber da will ich jetzt mal die Gegend hier erkunden, weil hier waren wir ja dann noch gar nicht. Wenn das hier... Achso, das ist so, ja, ne? Wenn das hier alles schon dazugehört mit, ne? Man soll jetzt übrigens an Seen auch trinken können. Und nur begrenzt tauchen. Komischer See. Das ist ja interessant, dass wir jetzt hier... Das gehört alles schon dazu. Das ist echt interessant. Wusste ich nicht. Dass die ganze Gegend hier schon dazu gehört. Stock. Und dass hier anscheinend auch überall schon was es spawnen kann. Wir können keine Stöcke mehr mitnehmen. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Wir verlieren Energie. Ich gehe mal zurück langsam. Möchte nicht allzu lange jetzt hier bleiben. Aufnehmen können wir ja so oder so nichts mehr. Haben wir gerade festgestellt. Wir haben jetzt natürlich alles verballert. Ah, ne, guck mal, drei Federn. Reicht nicht, wir brauchen eine mehr. Mist. Ich habe auch keine Pfeile. Doch? Ich habe anscheinend... Wie viele Pfeile habe ich noch? Ein. Wow. Ich gucke gerade mal, ob man hier vielleicht noch was anderes finden kann. Kann man hier unten vielleicht Schildkröten finden? Das wäre jetzt ja schon Abesommer, aber ich glaube es fast nicht, dass hier Schildkröten beheimatet sind. Ich nehme mir mal ein Feuerzeug zur Hand. Ich glaube fast nicht, aber hier sind Steine ohne Ende.
Aber leider, leider keine Schildkröten. Schade eigentlich. Und man kann sich, habe ich auch gelesen, Alter, geil, einen Regenbogen. Hä? Seit wann gibt es Regenbögen? Ja, flupp, weg war er. Man kann sich auch, habe ich gelesen, ist das Wasser hier? Also aus, gell? Irgendwie ist das hier ein bisschen verwirrend mit dem Wasser- und Landverhältnis. Egal. Man kann sich auch, habe ich gelesen, komm hier hoch. So ein bisschen. jetzt, das Boot soll jetzt den anscheinend, also das Boot soll jetzt den Sinn haben, dass man sich in einem Boot aus Wasser in der Nacht zurückziehen kann und in der Nacht schlafen kann. Das ist der Sinn eines Bootes jetzt mittlerweile. Finde ich okay. Problem ist halt, dass, oh, komme ich hier hoch, Alter? Problem ist halt, dass man sich dann natürlich am See auch eine Hütte bauen muss, sonst kommt man da gar nicht rechtzeitig hin. Ach ne, habe ich ja noch ausgerüstet. Natürlich treffe ich nicht. Ja, ich habe nichts mehr. Der da und der da. Und dann hoffe ich aber mal, dass ich schlafen kann. C. Und Z. Bitte. Okay, wir könnten schlafen. Sehr gut. Wir müssen trinken. Ich weiß nicht, in was für einer Art und Weise sich die Verunreinigung auf uns auswirkt. Das konnte ich jetzt noch nicht rausfinden. Aber positiv bestimmt nicht. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Positiv wird es bestimmt nicht sein. Wir könnten uns da unten theoretisch ein Boot bauen, aber wir müssten halt den Weg da runter erstmal finden. Das ist ein Reh. Und der ist auch nicht unbedingt wenig. Also müsste mal schauen. So, jetzt komm hier. Aber jetzt. So. Huch. Wo fällt der hin? So, die beiden erstmal mitnehmen. Hallo, Reh. Ja, jetzt rennst du mir genau vor die Flinte, ne? So nach dem Motto, guck mal hier, jetzt bin ich hier. Schneller! Flupp und flupp. Flupp. So. Dann kann ich doch theoretisch einfach mal den Stickholder hier fertig bauen. Schon mal. Liegt ein Zahn. Der Herr hat anscheinend Zähne verloren. Ich hätte mir die nehmen und mal hier reinzimmern, weil das ist am, das brauchen wir gerade am dringendsten. Mit. Wir könnten natürlich auch auf Rehjagd gehen, aber Rehe zu jagen ist Glücksspiel. Ich würde es gerne für den Taucheranzug probieren, aber momentan eher nicht so. So. Bauen wir das mal in die Base zu Ende und dann schauen wir mal weiter. Ich finde es immer noch schade, dass keine Musik bei The Forest ist. So Hintergrundmusik fände ich schön, ist aber momentan leider nicht eingebaut. Warum auch immer. Jetzt machen wir ein bisschen schneller, Junge. Wir haben hier nicht ewig Zeit. Es ist wichtig und so. Wo ist er hin? Okay. Bleib hier. So. Super, da ist der ja auch. Dann können wir den da hinten nochmal ganz kurz wegholzen. Und wie viel brauchen wir dann eigentlich noch? 30, das sind immer noch 10 Bäume. Wir werden also wohl oder übel einen Schlitten brauchen oder sowas bald. Ach, ist wieder so einer. Ja, wir werden so. Wir werden wohl oder übel. Die war doch ganz sick. Hier war doch gerade. Hier war doch gerade ein Stick. Nur solche Steine.
Wir müssen erstmal auf 6. Ich glaube, das Beste ist, wir gehen erstmal auf 6 hoch, weil wir brauchen mega viele Sticks. Da mal ein. Wir brauchen echt mega viele Sticks.